Niemand darf den Tatort verlassen oder verändern, bis die Polizei eingetroffen ist. Die Polizei schon eingetroffen. Was ist passiert? Inspektor Megure, wie schön, Sie zu sehen. Ja, Sie sind immer da, wenn es irgendwas ist. Also, Berufsintuition. Oh mein Gott. Ach Gott, nein. Shinichi, du auch hier? Ja, ich habe mir dran das Stück angesehen. Aha, okay. Was ist passiert? Ja, wie Sie sehen, offensichtlich ein Mordfall. Aber ich bin nicht seiner Meinung, dass es so offensichtlich ist. Ganz nicht. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, wir glauben hier mal alles zusammen, gehen in die Umkleide und fangen mit den Zeugenbefragungen an. Gut. Die Waffen bleiben liegen. So. Das Opfer war also Sayuri Sato, 24 Jahre jung, vom Beruf Schauspielerin. Der mutmaßliche Mörder ist Ryota Shima. Ich war es nicht. Ich habe sie nicht getötet. Natürlich, das sagen Sie alle. In welcher Beziehung kannten Sie das Opfer? Hatten Sie eine Affäre mit ihm, von der niemand erfahren durfte? Haben Sie es erpresst? Wir waren verlobt. Oh. Wir wollten nächsten Monat heiraten. Tja, das war ja mal ein Schuss nach hinten, lieber Meisterdetektiv. Okay, kommen wir nun zu den Tatzeugen. Naoko Suzuki, 23 Jahre jung, Schauspielerin. Können Sie uns ein wenig mehr davon erzählen? Kam Ihnen irgendwas ungewöhnlich vor? Nein, ungewöhnlich kam mir nichts vor. In unseren Waffen befinden sich normalerweise nur Platzpatronen. Aber als ich das ganze Blut sah, es war schrecklich. Fällt Ihnen irgendetwas ein, weshalb Herr Ryota seine Verlobte umbringen wollte? Nein. Nein. Nein, verdammt nochmal, nein! Sie spinnt. Aber mir fällt was ein. Vielleicht hat sie ja etwas über seine Affären herausgefunden. Was sagen Sie dazu? Ich habe es ihr gesagt, vor circa einem halben Jahr. Sie hat nichts dagegen gehabt. Das hilft uns auch nicht weiter. Kennen Sie die beiden schon lange? Ja. Also Ryota, seit wir zum letzten Mal gemeinsam aufgetreten sind. Aber Sayuri lernten wir erst bei dieser Produktion kennen. Früher waren Ryota und Mayumi ein Paar. Aber das ist doch schon ewig her. Das ist jetzt aber interessant. Circa 3 Jahre. Ja, aber danach haben wir uns sofort wieder getrennt. Das hilft uns auch nicht weiter. Welchem Verhältnis standen Sie zu der toten Fräulein Naoko? Wir waren uns ziemlich egal. Ich mochte sie nicht wirklich, weil sie in meinen Augen keine gute Schauspielerin war. Aber sie hatte doch die Hauptrolle. Sie muss doch eine gute Schauspielerin gewesen sein. Die kann man auch durch Beziehungen bekommen. Wie war Ihr Verhältnis zu der Toten? Sie werden es ohnehin herausfinden. Ich konnte sie nicht leiden. Wir haben wegen jeder Kleinigkeit gestritten. Hast du sie umgebracht, Mayumi? Du warst es, du wolltest ihre Rolle haben. Sag es doch einfach. Ryota, versuch nicht, dich da rauszureden. Ich weiß alles über euch beide. Das war alles andere als wahre Liebe. Wovon sprechen Sie? Das sollte Ihnen vielleicht Ryota erklären. Ja, wir haben es wirklich oft gestritten. Aber das ist noch lange kein Grund, irgendjemanden überhaupt umzubringen. Da hat er recht. Was ist das für ein Geruch? Das ist doch...
Oh mein Gott! Ruf sofort einen Krankenwagen! Ich habe sie geliebt. Ich habe sie nicht umgebracht. Ruft einen Krankenwagen! Das darf nicht wahr sein. Ja. Wozu? Sayuri ist doch schon tot. Periote wurde mit höchster Wahrscheinlichkeit vergiftet. Oh mein Gott. Ein Krankenwagen! Schnell! Nun liegt der Fall klar auf der Hand. Ein klassischer Fall von Romeo und Julia. Ach Gott, wieso habe ich bloß das Gefühl, dass er keine Ahnung hat, worum es in Romeo und Julia überhaupt geht. Romeo und Julia hast du nie gesehen. Ja. Tut mir leid. Ein Krankenwagen. Der Krankenwagen ist da. Helft mir, ihn rauszubringen. Inspektor Maigret. Schlecht. Inspektor Maigret, könnte ich die Tatwaffe nochmal sehen? Fräulein Namco, warum hat sie hier unten ein Muster? Ryota hatte seine Waffe so markiert. Er wollte nicht, dass jemand von uns aus Versehen seine Waffe nimmt. Das macht ihn nicht weniger verdächtig. Könnte ich die anderen Waffen noch kurz sehen? Einen Augenblick, ich hol sie. Achso. Warum musste sie aussterben? Ich weiß es nicht, aber er hat es allemal verdient. Hey, niemand hat es verdient zu sterben. Er schon. Wieso das? Mayumi nicht. Was denn, Naoko? Dich wollte er doch erpressen. Erpressen? Wovon reden Sie? Er wollte sie zu seiner Sammlung an Affären hinzufügen. Aber sie wollte nicht. Und da musste er sie bedrohen. Das ist doch schrecklich. Das macht sie allerdings zu einer Tatverdächtigen, Fräulein Naoko. Wie hätte sie das denn machen sollen? Ich war die ganze Zeit bei ihr. Vielleicht haben sie ihr geholfen, die Tat zu verschleiern. Das glaube ich nicht. Sie hätte es verschwiegen, wenn das der Grund gewesen wäre. Ah, jetzt habe ich's. So ist es also gewesen. Fehlt nur noch eins. Was sagt Ihnen eigentlich, dass die beiden sich nicht gegenseitig umgebracht haben? Sie hatte doch gar kein Motiv, ihre Verlobten umzubringen. Und ob sie das hatte? Er ist immerhin schuld am Selbstmord ihrer Schwester. Was denn? Das macht sie aber nicht weniger verdächtig. Könnten Sie uns das etwas näher erklären? So nah, wie es geht. Ich weiß nicht besonders viel darüber, aber kurz nachdem Ryota und ich uns getrennt hatten, hatte er eine neue Freundin. Und ja, dann hat sie das über die Affären herausgefunden, hat es nicht ausgehalten und ist vom Turm gesprungen. Das ist anscheinend Sayuris Schwester gewesen. Aha, und? Tja, mehr weiß ich auch nicht. Wo ist denn Fräulein Sayuri? Davon. Wo ist denn Fräulein Sayuri davon? Nein. Nein? Was denn? Ich weiß nicht, sie hat es lange nicht gewusst, aber dann kurz vor ihrer Verlobung hat sie es erfahren und ja, sie hat von ihm nur erfahren, dass sich seine letzte Freundin umgebracht hat und hat dann nachgeforscht und herausgefunden, dass es ihre Schwester war. Und ja. Oh mein Gott. Sie wusste es nicht? Sie wusste es wirklich nicht. Doch. Ich habe ihr doch gerade erklärt, dass sie es wusste. Sie hat es kurz vor der Verlobung herausgefunden, verdammt nochmal. Sie wusste es. Google, Sakura, Sakura, irgendwie nichts.
Wahrscheinlich hat sie noch was Sachen gefasst. Naja. Nein! Stopp! Noch nicht. Aber sie hat ihn bestimmt nicht umgebracht. Sie. Sind Sie sicher? Ich weiß es nicht, aber wieso sollte sie ihn umbringen? Ich meine, das ist. Wieso jetzt? Ich habe eine Frage. Hat kurz vor der Tat noch irgendjemand die Garderobe verlassen? Ja, Sayuri, aber nur um auf die Toilette zu gehen. Sie war auch sofort wieder da. Sehr interessant. Wie war das Verhältnis zwischen Fräulein Sayuri und Fräulein Mayumi? Naja, eigentlich nicht so schlimm, aber anfangs hatte Mayumi die Hauptrolle und dann kam Sayuri und Ryota meinte, er kann mit Sayuri besser spielen und damit kam Sayuri die Hauptrolle. Ich weiß jetzt, wer der wahre Mörder von Fräulein Sayuri ist. Das wissen wir doch schon die ganze Zeit. Wohl kaum, denn es ist jemand völlig anderer als bisher angenommen. Nein. Der wahre Mörder von Fräulein Sayuri sind... Verdammt! Nicht jetzt! Noch nicht! Bitte noch ein bisschen. Entschuldigt mich kurz! Shinichi, was ist denn los? Toll. Ich muss meine eigene Stimme imitieren, um den Fall zu lösen. Wie schon gesagt, ich habe den Fall gelöst. Der wahre Mörder von Fräulein Sayuri sind Sie, Fräulein Mayumi. Was? Aber warum hätte Mayumi das machen sollen? Das Motiv war offensichtlich Erfolgsneid. Und wie hätte das bitte passieren sollen? Sie haben die Waffen vertauscht. Und wann hätte ich die Waffen vertauschen sollen? Nehmen wir an, ich hätte die Waffen vertauscht, natürlich. Wann? Bei dem Kampf während des Stückes. Ah ja, aber wie wollen Sie das beweisen, Herr Meisterdetektiv? Ich habe Beweise. Ich bin mir ganz sicher, dass wir Ihre Fingerabdrücke auf der Waffe finden werden. Und wie sollen die dorthin gekommen sein? Außer natürlich, warte, ja, ich habe eine Idee. Vielleicht während des Tanzes, weißt du, da haben wir uns bewegt und bewegt. Da kann nicht doch mal angekommen sein, oder? Ich bin mir auch sicher, dass wir Herrn Ryotas richtige Waffe bei ihren Sachen finden werden und dass in dieser Waffe eine echte Kugel fehlt. Das... Stimmt das, Mayumi? Warst du es? Ja, es stimmt bis ins Detail. Weißt du, ich hatte meine Rolle. Es war meine Traumrolle. Und ich durfte sie endlich spielen. Und dann kam sie daher stolzierte und so, ja, Ryota, ich will die Rolle haben. Und dabei konnte sie nichts. Sie kann nicht schauspielern, sie kann nicht tanzen und sie kann einfach gar nichts. Und die Tatwaffe? Der Notarzt meinte, eine mit Gift getränkte Nadel wäre die Todesursache für Herrn Ryota. Bei Frau Sayuri natürlich der Schuss. Und bei Herrn Ryota sieht man die Einstichstelle an der Schulter. Nachdem dieses Gift sehr langsam wirkt, muss sie ihn kurz vor Beginn des Stückes vergiftet haben. Möglicherweise beim Umkleiden. Gibt es dafür auch einen Beweis? Die Nadel wird sie vermutlich die Toilette hinuntergespült haben. Aber sie muss sie irgendwie hierher transportiert haben. In Fräulein Sayuris Sachen wird man bestimmt eine kleine Dose finden, in der man mit Sicherheit Rückstände des Giftes nachweisen kann.